Zolti hier, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich halte jetzt mal die Klappe. Hallo zusammen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. So, ich bin mit Jill unterwegs. Ihr seht hier schon bereits die neue Maschine von Jill. Werde sie nachher ganz kurz vorstellen. Ja, ich habe es ja schon erwähnt, als wir die Maschine geholt haben. Jill hatte vor etwa 3 Wochen einen Unfall. Sie ist am Abend nochmal raus, wollte sich mit Freunden treffen. Es hat nicht geregnet, aber die Straße war noch feucht. Sie kam in einen Kreisel rein und hatte am Ausgang ein bisschen zu viel Schwung. Und dann ist sie übers Vorderrad gefallen. Ja, zum Glück ist ihr nichts passiert. Also natürlich der Schrecken sowieso. Die Maschine selber, seht ihr hier, hat natürlich Blessuren davon getragen. Überall. Sie ist 2-3 Meter am Boden entlang geschleift. Ja, wir hätten das ganze Bike auf jeden Fall wiederherstellen können. Ich meine, diese Fußrasten und so weiter, Blinker, das kann man alles ersetzen. Aber der Rahmen vorne, ich will jetzt dann gleich zeigen, ist ein Stück abgebrochen. Dann hätten wir diesen Rahmen austauschen müssen, so oder so. Auch Schweißen wäre hier schwierig geworden, vor allem wenn man es dann Motorfahrzeugkontrolle hätte bringen wollen. Ja, darum hat sich Jill entschieden, wir werden die Maschine jetzt ausschlachten. Und ja, wir haben dann eine neue ausgesucht, gemeinsam. Und die Wahl ist auf die Suzuki GSR 750 Freegun gefallen, Jahrgang 2015, rund 20.000 Kilometer Laufleistung drauf. Ist ein Vierzylinder, Viertaktmotor. Ja, hat 749 Kubik Hubraum. Ja, ich finde es vom Design her sieht sie super gut aus. Hat ein ganz kurzes Heck hinten, doch das wirkt sie sehr bullig. Hat 106 PS Leistung, gedrosselt rund 47 PS. Ja, wir sind sie Probe gefahren, mechanisch einwandfrei. Auch wir haben sie in Service gebracht, auch dort alles tipptopp. Und von dem her gesehen, ja, hat sich die Jill jetzt sehr auf diese Maschine gewöhnt. Hier sieht man nochmal das kurze Heck. Also sieht richtig, richtig cool aus, die Maschine. Ja, Jill hat sich sehr gefreut. Auch schon bereits eingefahren. Und ja, heute sind wir dann auf einer kleinen Tour zusammen unterwegs. Ja, ich möchte mich auch ganz herzlich bei euch allen bedanken, die Jill auch ja, gut zugesprochen haben. Ich muss aber auch selber sagen, für sie war außer Frage, dass sie jetzt mit dem Biken aufhören würde. Das ist an einem Samstagabend passiert und am Montag hatte sie ihren ersten Grundkurs. Ich konnte dann schnell mit Yamaha in Basel beim TÜV Center ein Motorrad organisieren, sodass sie wenigstens an den Grundkurs gehen konnte. Das war dann am Montag, am Dienstag war dann der zweite Grundkurstag. Ja, die hat sie dann mit der Mietmaschine gemacht, mit einer Yamaha MT-07. Hat ihr eigentlich gut gefallen von der Maschine her, ist jetzt nicht ihres. Sie hätte sich das Bike jetzt nicht kaufen wollen. Genau, soweit. Ja, und jetzt haben wir sie hat jetzt die Suzuki GSR 750 Freegun. Macht hier jetzt ihre ersten Erfahrungen, aber eigentlich wie bei Triumph ohne Probleme, ist die auch wieder voll drin. Genau. Schade ist sie nicht bei mir live zum Besprechen des Videos. Das werden wir dann aber bei nächster Gelegenheit sicher dann mal nachholen. Jo, das mal zum Unfallhergang und ja, das jetzt hier zur neuen Maschine. Ich halte jetzt die Klappe, nehme euch hier mit auf unsere kleine Tour. Wunderschöne Gegend hier. Ihr seht die, glaube ich, jetzt zum ersten Mal. Ja, ich wünsche euch viel Spaß.
Ja, eine super schöne Strecke hier von Oltingen nach Rohr. Für alle, die das nachfahren wollen, hier die Einblendung der Karte. Schön ist Jill wieder mit dabei. Wir werden jetzt auch wieder öfters in der Gruppe zusammenfahren können. Ja, ich als Motorradfahrer gönne natürlich Jill jede Minute auf dem Bike. Auf der anderen Seite muss man sich auch bewusst sein, ja, es kann halt schnell etwas passieren. Aber ich bin froh, es ist wie es ist und ja, ich hoffe, ihr konntet es auch ein bisschen genießen. Ich auf jeden Fall. Wenn ihr Fragen habt zur Strecke, bitte in die Kommentare. Wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt, bitte lasst ein Abo da. Jo, Jill und ich werden jetzt sicher noch gute 1,5 Stunden zusammen noch fahren hier in der Gegend. Ja, freue mich und hoffe, ihr seid auch alle auf dem Bike. Tschüss!